Nummer 1. Wer sind Sie? Ich bin Bertolt Porath, der Männercoach. Nummer 2. Wer sind Sie? Ich bin Bertolt Porath, der Männercoach. Nummer 3. Wer sind Sie? Ich bin Bertolt Porath, der Männercoach. Nur einer der Kandidaten hilft Männern, zu sich selbst zu finden. Und für ihn heißt es jetzt: Sag die Wahrheit! Und das ist das Rateteam: Kim Fischer, Pierre M. Krause, Hartnett Tesfay und Smudo. Und hier ist Ihr Gastgeber, Michael Antwerpitz. Hallo, guten Abend. Schön, dass unsere Verabredung steht, unsere halbe Stunde am Montagabend. Wir sind wieder beisammen und schon Herbert Grönemeyer hat das ja besungen in seinem Lied Männer. Wann ist ein Mann ein Mann? Das ist die Frage. Wir Männer, ich nehme mich ein, schließe aber auch Anwesende gerne aus, reden ja ungern so über unser Inneres, über unsere Gefühle. Aber das soll sich ändern, sagt unser Männercoach zumindest, denn das seelische Empfinden des Mannes muss herausgekehrt werden. Und wie macht man das? Mit Schnaps und Bier. Nein. So. Nein. Ja. Kein Witz. Schwitzen. Aha. Hier sind die Infos. Mein Name ist Bertolt Porath und ich berate Männer. In meinem Leben gab es immer wieder erfahrene Männer und Mentoren, die mir in schwierigen Lebenslagen zur Seite standen. Heute veranstalte ich mit ihnen Wochenenden in der Natur, bei denen wir zum Beispiel gemeinsam eine Schwitzhütte bauen. Da drin bleiben wir dann zusammen, so wie wir geboren wurden. Innerhalb weniger Stunden entsteht eine innige Verbundenheit, die die meisten so nicht erwartet haben. Mein Anliegen ist es unter anderem, auf den inneren König und Krieger aufmerksam zu machen, denn der ist unser Ratgeber, sagt Bertolt Porath, der Männer in ihrem Entwicklungsprozess unterstützt. Halleluja. Ist doch mal schön. Hosianna. Das ist genau dein Thema, Kim. Wow. Genau dein Thema. Ich frage mich, was ihr jetzt fragt, Kim. Ja. Also, ich mich auch. Was werde ich jetzt gleich fragen? Also, Kandidat Nummer 2, es ist ja nicht so, dass ich nie in die Sauna gehe, aber ich habe, muss ich ganz ehrlich gestehen, relativ selten so eine innigliche Verbindung, wie Sie offensichtlich mit den anderen Menschen, Männern dann. Was ist denn da Unterschied? Was macht ihr denn da anders in der Sauna als ich? Also wir bauen eine Schwitzhütte aus einem Weidengeflecht und gehen da rein. Und es wird gleich heiß wie in der Sauna, aber es ist stockdunkel und wir sitzen alle Splitterfasern. Dann Kandidat Nummer eins, oh Gott, wann ist ein Mann ein Mann? Kandidat Nummer eins, was ist denn das größte Problem der Männer heutzutage? Identifikation. Ja. Sehr gut, ja. Das hat jetzt lang gedauert für die zwei Antworten, Kim. Ich bin jetzt auch ein bisschen enttäuscht, aber... Ach, nix. Jetzt kommt ja Pierre, unser Kerl. Absolut. Ich bin das Sinnbild von Virilität, Nummer 1. Identifikation. Führen Sie das mal bitte aus. Was meinen Sie damit? Ja, nun, mit der Anerkennung der Gleichberechtigung seit Jahren ist der Mann irgendwo so ein bisschen verloren gegangen. Ah, vielen Dank. Nummer 2. Glauben Sie etwa, dass jetzt etwa dass der Mann Angst hat, weil die Frauen immer stärker werden? Ist das, was ausgesagt wird? Es gibt immer mehr Männer, die haben Angst mit dieser Situation, dass Frauen sich sehr stark machen. Okay, Nummer 3. Sind Männer, die Probleme mit starken Frauen haben, nicht einfach nur Weicheier? Nee, das würde ich nicht sagen. Im Gegenteil, diese Muskelprotze, das sind die Weicheier. Bei uns ist es mehr so, bei uns in der Schwitzhütte, da kommen wir alle zusammen, wir sind alle sehr sensible Menschen, die noch sensibler gemacht werden. Okay, danke schön, Nummer 1. Oh nein! Ja, doch. So, Hartnett, bitte. Kandidat Nummer 3, wer kommt denn da alles so zu Ihnen? Und wie finden die vor allen Dingen zu Ihnen? Das ist Mundpropaganda bei uns. Das kommt vom Manager, das ist alles, das ist völlig durchmischt. Kandidat Nummer 2, aber welchen Mann haben Sie denn im Blick, wenn Sie so ein Programm anbieten? In der Regel so junge Männer um die 40, die ja, in der Midlife-Crisis zum Teil stecken, die nach einer Vision suchen, die sagen, okay, so, war es das jetzt alles? Ja, danke, Kandidat Nummer 1. Wie lange geht denn so ein Coaching bei Ihnen? Ist das dann so ein Wochenende und dann geht man wieder? Genau, oder? Genau. In der Regel fangen wir samstags nachmittags um 15 Uhr an und das ganze Seminar am Wochenende ist am nächsten Tag 15 Uhr in der Regel auch wieder vorbei.
Dann kann man so noch abends noch Sport gucken, das passt doch. 15 Uhr geht das hier. Ich bin so, also Nummer eins, das ist doch kalter Kaffee. Männer müssen sich selber finden und sie werden, weil die Frauen so stark sind, immer schwächer. Das höre ich seit den 90er Jahren. Gibt es da nichts Neues? Im Prinzip hat sich nichts geändert, seitdem Männer und Frauen auf der Welt sind. Nummer zwei, diese Schwitzhütte, was ist denn das für eine Sauerei? Sie machen da einfach nur aus Weidendingen und dann ist es ganz dunkel und da geht man rein. Und das ist keine Sauerei, wir gehen voll in die Elemente. Feuer, Wasser, Luft und Erde rein und entzünden ein Feuer, in dem Flussbausteine zum Glühen gebracht werden. Und die kommen dann rein in die Hütte und das ist schon tricky. Also da hat jeder schon mal am Anfang ein bisschen Bammel. Mhm. Nochmal, da wird Feuer drin gemacht in der Hütte. Ich dachte erst, das passiert ohne Feuer. Die wird nicht einfach so heiß. Nein. Okay. Schwierig. Kommt auf die Körpertemperaturen der Anwesenden. Nein, aber ist ein tolles Thema. Wir werden das gleich in der Tiefe noch erörtern. Ich finde es ziemlich spannend. Hören wir erstmal, wer es war oder wer es ist. Kandidat 1 hat uns von Identifikation erzählt durch die Gleichberechtigung. Werden die Männer immer unsicherer? An einem Wochenende in 24 Stunden will er das beheben. Und ist unser erster Vorschlag für den Männercoach. Unser zweiter Vorschlag baut Weidengeflechte. Jüngere Männer nimmt er um die 40 ins Auge als Zielgruppe. Und seine Vision, keine Sauerei, sondern die Elemente in den Mittelpunkt zu stellen. Und Nummer drei ist der dritte Vorschlag. Muskelprotze sind Weicheier, sagt er. Sensibel machen ist sein Credo. Und durch Mundpropaganda bekommt er die Kundschaft, die dann in der Schwitzhütte zusammenkommt. Kim? Also ich meine, es geht ja um den inneren König und Krieger. Und es geht ja nicht um die Männer, die, weil Frauen... Ich glaube, das ist gar nicht so ihr Thema. Vielleicht haben wir es auch zu dem gemacht. Also ich wünsche mir jedenfalls sehr, dass es das heutzutage nicht mehr ist. Bei Ihnen auch nicht. Das mit den Elementen, das hat mich, glaube ich, am meisten überzeugt. Das könnte ich mir vorstellen, dass da Menschen in einer Sinnkrise vielleicht sich da mehr aufmachen können und sich bei Ihnen wohlfühlen in der Schwitzerhütte. Kandidat Nummer zwei. Die zwei. Ja, wir gehen voll in die Elemente, hat er gesagt. Was man damit nicht weiß, ist, die Elemente ist eine Großraumdisco. Aber gut. ich habe es immer noch nicht so ganz begriffen, ehrlich gesagt. Weil so genau dieser innere Krieger und König und so, das ist ja schon eigentlich eher so was sehr reaktionär Männliches. So. Und Nummer drei hat es eher auf das sozusagen kehre die sensible Seite nach außen. Ich denke jetzt völlig klischeehaft. Nummer eins ist so jemand, mit dem gehst du in den Wald, der fängt mit einer Hand ein Reh und mit der anderen häutet es. Dann essen wir das gemeinsam roh! Und schauen ihm dabei in die Augen. Sie sind ein richtiger Mann. Hat nett, ja. Was sagst du denn? Ich weiß es nicht, aber ich war auch bei Kandidat Nummer zwei, weil ich auch glaube, dass sie die mit so einer Zugänglichkeit und mit sowas Handfestem vor allen Dingen, wie etwas bauen, dass sie die damit catchen irgendwie. Warum lacht Schmodo bitte? Also ich weiß es nicht, aber ich benutze jetzt klare Sagt die Wahrheit Mechanik. Zwei und drei, sehr auskunftsfreudig. Und bei Ihnen würde ich beides glauben. Es war mir für alles immer so ein bisschen zu viel. Die Hütte, das Feuer, die Elemente. Und Nummer eins hat sie eigentlich nur, ach, irgendwie war das immer schon so. Und ich habe da halt meine Lücke gefunden. Und da zahlt jeder 350 am Wochenende und das läuft. Und sie haben auch so was Indianisches. So Seneca, wissen Sie, die Seneca-Indianer sind die mit den Manahattis zuerst. Ja, sie haben so was Seneca-mäßiges. Ja, ja. Ja. Das war so ein cooles. Witzigerweise haben beide Ladies die zwei und beide Männer die eins gewählt. Das sagt viel aus. Ja, gucken wir mal. Und die drei freut sich gleich. Ja. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Ergebnis. Ja, was machen wir jetzt damit? Die Alternative wäre drei gewesen. Zwei hätte ich niemals gedacht. Echt? Ja, natürlich. Ich glaube, ich muss in die Männerberatung. So, das ist es. Musiker unter sich. Ja, das kann ich sagen. Wollen wir wissen, wer die Nummer eins eigentlich ist? Wer ist der Favorit unserer beiden Männer in der Raterunde? Ja, ich bin Uwe Gries, ehemaliger Unternehmensberater und bin tatsächlich Schamane und kenne mich mit diesem ganzen Bereich auch sehr gut aus. Au, willkommen bei uns. Ein Trostpreis. In der kleinen Studiohütte. Und Nummer drei, wer sind Sie? Ja, mein Name ist Hadi Lazecoge. Ich bin seit Jahren Lichtdesigner für Film und Fernsehen und beschäftige mich seit vielen Jahren mit Buddhismus.
Ja. Schön. Schön. Schön die Reaktion. So, damit wir das mal ein bisschen visualisieren, schauen wir uns an, was Berthold Porath da so treibt an den Wochenenden und Seminaren. Vor dem Eintritt in die Schwitzhütte steht für jeden das Reinigungsritual an mit Salbeirauch. Diese Natursauna da, dieses Weidengeflecht haben die Männer gemeinsam gebaut und da werden sie jetzt in der Folge mehrere Stunden gemeinsam schwitzen. Heiße Steine aus dem Feuer sorgen für die nötige Hitze. Da kommt noch Nachschub. Willkommen, Stein! Das hat schon was Indianisches, Berthold Porath, oder? Die Ursprünge gehen zurück auf die Indianer, auf die indigenen Völker und die haben das früher genutzt, um sich energetisch zu reinigen. Frauen reinigen sich alle 4 Wochen natürlich und die Männer sind alle 4 Wochen in die Schwitzhütte, um sich energetisch zu reinigen. Es geht um Energie, haben Sie gesagt. Soll da eine Energie freigesetzt werden oder soll eine Energie umgelenkt werden in andere Bahnen? Also wir nehmen ja die Archetypen von C.G. Jung, den Krieger, den Magier, den Liebhaber und den König. Versteht am Anfang auch nicht jeder, aber wenn ich mal im Job als harmoniebedürftiger Mensch vielleicht mich mal durchsetzen möchte und dann lerne ich, wie die Energie des Kriegers in mir vielleicht mal manifestiert werden kann. So was lernen wir da vielleicht auch. Und wir sind nicht die harten, muskelstrotzenden Typen. Nein, ich lerne, einfach mal in ein Gespräch zu gehen, um zu wissen, es kann sein, ich erfahre den Tod. Der Krieger, der zieht ja einen Krieg und weiß, ich komme da Leben wieder zurück. Und wenn du mit dieser Energie in ein Gespräch reingehst, dann bist du sowas von zielbewusst und kämpfst für deine Ziele. Und heute sind viele junge Männer, ich weiß, ich sage ich so oder sage ich gar nichts. In der Politik sind wir auch ganz viele davon. Es geht um Entschlossenheit. Es geht darum, seine Männlichkeit zu leben. Männer brauchen auch ihre eigenen Räume. Das tut auch gut, wenn wir uns austauschen, nicht wahr? So ist es. Ja. Sagt der Schamane auf der Eins. Berthold Porath, der Männercoach bei Sag die Wahrheit. Vielen Dank für die Geschichte.